Liebe Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Heat. Wir zocken weiter und machen natürlich weiter eine Karriere. Machen dort weiter. Wir haben ja hier so ein paar neue Missionen bekommen. Unter anderem das hier. Das ist gesperrt, weil ich glaube ich ein anderes Auto brauche, ne? Was mehr so in Sachen stimmt wegen Offroad, ne? Das ist ja noch so eine andere Racing-Story. Das ist das, glaube ich, was hier, wo man hier die Offroad-Geschichte weitermachen kann. Aber das ist, glaube ich, was nicht unbedingt die Main-Story weiter vorantreibt, nämlich das hier muss ich weitermachen. Kampagnenmission, nur da brauche ich wohl mehr Reputation. Ich verstehe manchmal nicht, warum die Sachen noch gelockt sind. Also entweder muss ich noch mehr machen oder keine Ahnung. Wann schalte ich denn hier auch die Sachen mal frei hier, die nächsten? Die Stufe 27, also ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt mal ein bisschen Krawall mache. Deswegen gehen wir mal in die Nacht und legen da mal ein bisschen los. Ja, das. Ja, der ist noch sauer. So. Dann fahren wir das einfach mal. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, wir werden treffen. Ist das eine Falle? Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. Dwayne, falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Okay. So, fahren wir mal die nächsten Rennen. So langsam aber sicher kriege ich auch so richtig Bock, immer häufig schön in der Nacht zu fahren, immer weil die Nacht geil aussieht, aber vor allen Dingen, weil man dort immer so hier diese ganzen Polizeiverfolgungsjagden hat. Und ja, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Man macht auf jeden Fall Bock und vor allem, es ist auch so ein Erfolgserlebnis, wenn man die dann auch abgehangen hat. Ich werde das jetzt mal doch mal häufiger überspringen. Ich habe übrigens mal so ein bisschen schon mal den Soundtrack mal reingehört und habe mir auch mal den Song rausgepickt, den ich so cool fand. Ist tatsächlich auch ein Interpret, also eine Gruppe sozusagen, also besteht aus zwei Leuten. Und von denen kommt auch schon ein Song von Forza Horizon, also in Forza Horizon gab es auch schon einen Song von denen. Alter, dankeschön. Und das ist echt geile Songs von denen, muss man echt sagen. Hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft. So, für mich ist auch wieder ein neuer Tag angebrochen. Also für mich spiele ich gerade wieder, habe ich wieder eine neue Aufnahmesession und macht direkt wieder Bock das Game. Also es ist halt, hast direkt wieder Lust weiter zu zocken und weiterzukommen und überhaupt das Fahren halt. Das macht echt Bock das Game. Also bisher bin ich echt immer noch beeindruckt. Ein Streamer hat auch mal gesagt, dass NFS Heat sei das beste Need for Speed seit der letzten 10 Jahre und das, das muss ich an sich so bestätigen. Klar kann man natürlich auch woanders andere Vorlieben haben, wenn man jetzt sagt, Need for Speed Shift, was vor 10 Jahren rauskam. Naja, also
Besser fand ich Shift nicht, das war maximal anders. Aber gut. So, hier kommen wieder diese schönen Rampen. Ich habe auch schon bei Kuro nochmal reingeguckt und es gibt hier einen Trick mit diesen Rampen, wie man die Cops ausschalten kann tatsächlich. Das ist richtig geil. Also da kann man tatsächlich eventuell mal versuchen, die mal fertig zu machen. Du sollst bitte nicht stehen bleiben, du Sack. Mal gucken. Also, jetzt haben wir die Hälfte des Rennens. Ich wollte gerade sagen, wann kommen denn mal die ersten Cops? Vielleicht da. Ob ich hier schon mal lang gefahren bin. Das ist halt das Coole, so an einem neuen Spiel, die Spielwelt neu zu entdecken. Und was auch, glaube ich, ein sehr großer Vorteil von dem Spiel ist, dass du so eine Spielwelt hast, wo du wirklich ein richtiges Straßennetz hast. Das hattest du in Need for Speed 2015 zum Beispiel gar nicht. Um zum Beispiel von einem zu einem anderen Bezirk zu kommen, musstest du wirklich eine einzige Autobahn nehmen. Es gab keinen anderen Weg. Hattest du eine Autobahn, die komplett so, ja, so kreisrund ging, aber nur über diese kamst du zu diesen ganzen Stellen. Und hier hast du so ein richtiges Straßennetz, wo du sagen kannst, ach ja, ich komme auch darüber da irgendwie hin, aber das war so, es fühlte sich sehr beschränkt an, die Spielwelt. Ich fand die zwar hier und da auch irgendwo cool, die Spielwelt, die Stadt fand ich okay, aber so, das ist kein Vergleich zu NFS Heat. Also NFS Heat hat eine so viel bessere Spielwelt, finde ich. Und ich muss da fast sagen, neben Underground 2 die Spielwelt, die beste Spielwelt aller Need for Speed-Teile. Er gefällt mir wirklich sehr. Und ich bin ja auch so einer, der das immer feiert, wenn man so wenn man so auf die City gucken kann, so von den Bergen. Ja, ich mag das schon sehr. Und Carbon zum Beispiel hatte das Problem ja auch, dass man da so Korridore fast hatte, dass man wirklich nur diese Wege da langfahren musste. Du hattest zwar ein Straßennetz, aber in der Stadt, also in der Stadt selbst, bist du dann irgendwo abgebogen und bist erstmal eine halbe Ewigkeit eine Route gefahren und bist dann sonst wo gelandet irgendwie. Ne? So ist keine Stadt aufgebaut und auch kein Straßennetz. Das ist eigentlich unlogisch. Weil zum Beispiel die Spielwelt von Most Wanted, die fand ich da auf jeden Fall logischer. Ich glaube, hier waren wir noch nie, Alter. Wo sind wir eigentlich gerade? So, das gab schon mal ganz gut Reputation. Ich bin schon Heat Level 2, läuft bei mir. Ah, lol. Stimmt, da oben waren wir wirklich noch nie. Drift Trial, ja, das bringt mir leider nichts. Wir haben da unten noch ein Event. Dann würde ich sagen, fahren wir da mal schnell hin. Oh, fuck. Das ist wirklich so ein Moment, wo du wirklich sagst, so, verdammt, jetzt habe ich einen Kopf an der Backe, jetzt muss ich den irgendwie loswerden. Ja, wir sind auch noch nicht durchgefahren. Das ist echt krass, also ich weiß jetzt nicht, der wievielte Let's Play-Teil das jetzt gerade ist, das müsste ich nochmal durchzählen. 12 oder 13. Und ich habe immer noch nicht die komplette Spielwelt entdeckt, das ist richtig gut, ey. Weil ich weiß auch, welches Problem an der NFS Undercover hatte, das war auch eine große Spielwelt, da war auch das gleiche Problem wie Need for Speed 2015. Dass du auch nur über die Autobahn halt eigentlich zu diesen ganzen Stellen gekommen bist. Aber das ist halt hier so viel besser gelöst. Nicht durch die Tankstelle fahren. Ich will meine Tankstellen-Stops noch alle behalten. Ihr wurdet sowas von vorgeführt. Habt ihr den Wagen überhaupt ernsthaft verfolgt? Ach komm schon, wenn ich gewusst hätte, dass wir so schnell aufgehen, hätte ich von Anfang an ernst gemacht.
Aber doch ein gutes Stückchen dahin, ey. Dann hast du hier auch zwischendurch wieder so ein Highway. Ist ja auch sehr feier. Das fand ich so in Forza Horizon 3 ganz cool, dass du so einen richtig langen Highway hattest. Komm, das nutze ich mal kurz. Oh, pff, Alter. Die Spielwelt ist super, ey. Das ist gut, wenn ich über ein Spiel schwärme. Das kennt man ja schon aus meinen anderen Let's Plays, Forza Horizon 2 zum Beispiel. Nee, das habe ich zum Beispiel, Forza Horizon 4 zum Beispiel, gab es ja auch so eine längere, so einen längeren Motorway, das war ja Großbritannien. Und war aber nicht ganz so cool wie der Highway aus Forza Horizon 3. Weil es ging. Immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Wieder Nitro drücken. Aber da haben wir es wieder. Ganz knapp durchgekommen. Aber man kann es wenigstens kontrollieren. Die Fahrphysik lässt es wenigstens zu. Da war eine schöne Rampe. Ich finde es auch schön, dass ich wirklich mal für Kurven bremsen muss. Weil da muss ich auch leider wieder Need for Speed Undercover blamen. Weil das war auch so ein Spiel, da hast du ein bisschen in die Kurve gefahren und bist dann nur vom Gas gegangen. Hast du eigentlich nie die Bremse benutzt. Und hier musst du auch wirklich mal wieder langsamer werden, um die Kurve zu kriegen. Aber es ist nicht ganz so krass wie in Forza Horizon 4, weil da musst du zum Beispiel wirklich richtig langsam werden. Aber es ist angenehm. Ich hätte schon Bock auf Heat Level 3, weil dann würde sich das Ganze mal verdreifachen und dann würden wir auch vorankommen. So, haben wir auch gewonnen, sehr schön. Also ich merke schon, ich glaube, Stufe schwer wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlimm gewesen. Aber ich bin halt, wollte echt auf Nummer sicher gehen. So. Haben wir da unten noch ein Event. Das bringt aber nicht so viel Reputation, weil das schon was älter ist. Ich brauche nämlich bessere Events, aber leider... Oder haben wir da was? Gott, bringt ja alles nichts. Aber ich würde sagen, wir fahren hier einfach, weil... Besser als nix. Und vielleicht kriegen wir dabei noch ein paar Cops und dann versuchen wir denen noch zu entkommen. Na, ja, den weiche ich mal doch lieber aus. Oh, oh. Hm. Nicht so gut. Nice. Ja, macht Bock das Game. Richtig gut. Verdammt. Scheiß wirst du. Zielfahrzeug wurde gesichtet. Wir nehmen die Verfolgung wieder auf. Die Zielperson wurde zuletzt in dieser Gegend gesehen. Macht euch auf die Suche nach ihr. Ganz schnell starten, bevor die Cops da kommen. Wird alles aufgebaut und dann so, was ist eigentlich mit den Cops, die da gerade ankommen? Ach ja, die ignorieren wir einfach. Die sind gar nicht da. Weg. Acura RSX hätte ich auch mal Bock drauf. Erinnert mich so richtig an Need for Speed Underground. Also ich denke mal Heat Level 4, das wird kritisch, also da habe ich tatsächlich Respekt vor. Aber ich würde auch sagen, nach dem Rennen sollten wir dann auch abhauen und die Nacht beenden.
Sind mal wieder Cops. Ja, tatsächlich glaube ich das. Ich glaube, wir sind schon im Let's Play Teil 14, wenn ich jetzt gerade so überlege. Ich habe noch diese ganzen Mikrofonaufnahmen. Da bin ich gerade noch überlegt. Scheiße, welche war das nochmal? Fällt mir jetzt gerade so nachträglich noch ein. Mal gucken, wann der Kollege endlich mal aufgibt. Der kommt immer so gerade ihm hinterher, der Sack. Shit. So, haben wir das auch gewonnen. Gott, hier geht's ja gar nicht weiter. Hey, das ist eine Sackgasse. Zu eurer Information. Wir pflastern die Straße vor euch gerade mit Nägeln. Halt deinen Nissan sofort an! Bring halt deinen Nissan an. Scheiße, wie werde ich die jetzt los, ey? Machen wir mal hier den Sprung. Oh, Alter! Fahrzeug ist entkommen. Zielperson gesichtet. Wäre schön gewesen, wäre ich schon entkommen. Überlassen Sie ruhig mir. Ich regle das für euch. Das sieht nach Heat Level 4 aus. Und ich brauche die Tankstelle. Ja, hier wird's auch heftig. Ja, scheiße. Kurve nicht bekommen. Fuck, Alter. Zentrale, wir führen jetzt die Festnahme durch. Einen Scheiß wirst du tun. Hier in der Stadt, da kann man so ein bisschen was versuchen. Lol, ich wurde resettet. Wie sieht's aus? Ein bisschen Geduld, ja? Ich gebe Bescheid, wenn die Sache erledigt ist. Die sind echt gut, ey. Diese Verfolgung hat Priorität. Bewegt eure Arsch hierher. Ihr müsst die Party leider ohne Verstärkung feiern. Lasst euch einfach was einfallen.
weiteren Straßenverlauf Shredder auf. Sie müssen die Zielperson eigentlich aufhalten. In Ordnung. Der ist hinterhergekommen, der sagt, ich glaube es wohl. Ich sag zu häufig Sack, merke ich gerade. Zentrale, diese Alarmärsche können nicht mithalten. Scheiße, ich sterbe hier gerade. Mir ist keine Tanke. Nein! Ach Mann, scheiße. Wenigstens fährst du noch. Und morgen? Alter, war das teuer. Scheiße, das hätte richtig viel eingeben können. Scheiße! Mann, aber keine Tankstelle in der Nähe, so eine Kacke. Ja, also, fick dich. Hey, bin grad sickig, ey. Mann. Das hätte richtig geil werden können. Ich brauche noch mehr Rennen mit mehr Reputation. Oder wir fahren hier die erstmal. Aber das bringt mir leider nichts. Ich brauche Reputation fürs Tuning. Lauf. Bin ich das nicht schon mal gefahren? Also hattest du wohl Erfolg. Danke. Ja, dass die sich immer wiederholen müssen. Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch in dieser Folge schaffe. Ansonsten mache ich jetzt einfach zwei sichere Rennen. Oder eins, aber ja, muss ich mal gucken. Vielleicht splitte ich das auch auf zwei Folgen auf. Da sind direkt wieder Cops. Was soll das denn? Vorbeigekommen. Problem ist, ich hatte noch zwei Reparaturen übrig, aber nein. Ich immer wieder erstaunlich finde, es fährt ja gar nicht mal so viel Verkehr durch die Gegend. Trotzdem schafft man es irgendwie Autos zu rammen. Ist halt so dumm. Tja, so ist das halt. Ich bin auch überlegen, ob ich zwischendurch mal diesen Trick versuchen soll, mit den, wo man die Cops da platt machen kann. Was ich ja schon erzählt habe. Also die Rennen, die ich jetzt noch nicht abgeschlossen hatte, da könnte ich vielleicht mal gucken, ob ich da nicht nicht tatsächlich jetzt gleich noch ein weiteres fahre, weil die sind nicht so super lang. Das Rennen ich schon mal gefahren? Ja, sah nur so ähnlich, glaube ich, aus, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher.
eine verdächtige Person, die geradezu um eine Abreibung bettelt. Schnapp, Idiot! Ich brauche ein paar Infos. Jetzt sind wir hier wieder bei der Rakete. Hab den Wagen gefunden. Wo war das denn nochmal mit dieser einen Stelle? Ich glaube hier oben, naja, aber gut. Bis ich da oben hingekommen bin, dauert es noch eine Weile. Irgendwo hier war das, meine ich, mit diesen Sprüngen. Ja, also Stufe 1 kriegst du mit Geschwindigkeit abgehangen. Wow! Alles klar. Ja? Spiel? Nein! Ach, willst du mich verarschen? Oh, hier kann man drauf fahren. Kette da so aus der Entfernung zu sehen, ist aber auch schon cool. Ich muss mein Nitro mal aufsparen. Alter, jetzt schaffe ich es nicht mal Stufe 1 loszuwerden. Was ist denn los hier? Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Das wird langsam zur One-Man-Show. Könnt ihr vielleicht die anderen anfunken, Zentrale? Verstärkung. Ich nutze jetzt noch kein Nitro. Ich sammle das jetzt erstmal. So, ich würde sagen, wir fahren mal zum nächsten Versteck. Wo immer das gerade ist. Da haben wir eins, das ist auch noch nicht freigeschaltet. Ja, das hätte echt eine erfolgreichere Nacht werden können, also die andere, aber ist halt leider so. Da kommen wir nicht ganz so schön durch. Ich glaube, über die Straße wäre schneller gewesen. Ich habe getan, was ich konnte, aber mein Wagen ist einfach nur scheiße. Mein Auto ist einfach nur scheiße. Vor allen Dingen kommt man nicht richtig gut mit, ey. So, dann wollen wir das Ganze mal sichern. Muss ich mir leider wieder so einen ollen Spruch von der Anna anhören. Naja, zumindest geht's voran. Gut, haben wir das erstmal gesichert. Ja, muss ich mal auf jeden Fall nächste Folge ein bisschen mehr was machen. Ich habe die letzte Beule an dem Camaro beseitigt, finde ich eine neue. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Need for Speed Heat. Ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Und nächste Folge machen wir weiter hier in Palm City. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.